Wir sehen eine Erholung an den Aktienmärkten. Der Nikkei steigt 10%, als wäre es ein Penny-Stock. Gestern 13% nach unten, heute 10% nach oben. Und mit der aufgehellten Stimmung kommen wieder mehr und mehr bullische Kommentare. Siehst du, Buy the Dip war doch die Top-Kauf-Nachgelegenheit. Jetzt wird wieder alles gut. Erstaunlich, würde Mr. Spock sagen. Denn wir haben hier ein übergeordnet etwas größeres Problem jetzt. Denn der Carry-Trade, der ist geplatzt. Also die Vorstellung, dass du dir für 0% Geld leihen kannst, eben den Yen leihen kannst, der unverzinst war, um es dann unter anderem in US-Staatsanleihen anzulegen zu 5% oder eben gleich in eine Nvidia-Aktie zu teilweise ja vielen 100%, nachdem die Aktie ja so massiv gestiegen ist. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht, bis also etwas passiert, das diesen Carry-Trade platzen lässt. Und dieses Platzen lassen war die Zinsanhebung der Bank of Japan. Warum musste sie die Zinsen anheben? Weil sie jahrelang, nachdem andere Notenbanken schon die Zinsen angehoben hatten, die Zinsen bei Null beließ und sogar Quantitative Easing betrieben hat, also die Anleihen des Landes gekauft hatte, mit der Folge, dass der Yen immer weiter abwertete. Dann musste man immer wieder intervenieren, um diese Abwertung zu bremsen. Das Problem aber, das ist nicht wirklich gelungen. Die Abwertung ging einfach weiter, weil schlichtweg der Druck auf den Yen zu groß war durch diese Nullzins- und Quantitative Easing-Politik, mit der Folge, dass also der immer schwächere Yen zu einer höheren Inflation in Japan geführt hat. Denn die Japaner haben kaum Rohstoffe, müssen etwa Öl eben dann teuer in Dollar bezahlen, immer teurer, weil Dollar-Yen eben immer weiter gestiegen ist, mit der Folge, dass die Inflation nach oben gegangen ist. Und dann musste die Bank of Japan die Zinsen anheben, nachdem alle anderen großen Notenbanken bereits fast dabei sind, die Zinsen zu senken. Und dieses Mismatch, diese Ungleichzeitigkeit führte dazu, dass die Carry Trader hier die ganze Geschichte rückabwickeln mussten, was zu einer großen Enthebelung geführt hat. Und die Folge dieser Enthebelung wiederum ist jetzt, dass eben Banken oder Hedgefonds sich sagen, dieser Yen-Carry-Trade, der ist doch nicht ohne Risiko. Wir müssen unsere Risikomodelle anpassen. Wir müssen ganz andere Margen, Sicherheitspuffer berechnen. Deswegen machen wir das wahrscheinlich nicht mehr. Mit anderen Worten, die Zeiten, in denen es einfach war und billig war, sich zu hebeln, die sind vorbei. Und das dürfte große Konsequenzen für die Märkte haben. Schauen wir uns die ganze Gemengelage mal an. Gestern ja 3% Abverkauf. Trotz der starken Erholung, die da noch passiert ist, 1,4 Billionen an Marktkapitalisierung sind ein bisschen verschwunden an dem schlechtesten Tag seit September 2022. Sie sehen vor allem eben die großen Tech-Werte wie Nvidia und wie sie alle heißen, Apple im Minus. Und wir sehen das alles unter gigantisch großem Volumen. Gestern 146 Millionen Kontrakte im SPY, dem maßgeblichen ETF. Das ist locker das Vierfache von Tagen, die noch nicht allzu lange her sind, als wir so 30, 40 Millionen hatten. Jetzt also richtig Saft in der Geschichte, da ist also was passiert. Und dass da etwas passiert ist, das ist die Voraussetzung auch der Erholung, die wir jetzt sehen, die gestern na ja schon eingesetzt hat, die jetzt heute weitergegangen ist. Warum, will ich gleich zeigen. Aber wir haben zwischenzeitlich mal 6,4 Billionen an Marktkapitalisierung verloren. Wenn wir jetzt mal zu den US-Indizes kommen, etwa dem S&P 500, dann sehen wir, naja, wir sind jetzt mal 8% gefallen. Das ist weniger als das, was median in einem Jahr an Korrekturen passiert. Da ist nämlich die Median-Korrektur bei 10%. Also das ist jetzt nichts wirklich Außergewöhnliches. Es fühlt sich nur aufgrund der so massiv gestiegenen Indizes eben heftig an, weil die Punktzahl der Kursverluste so hoch ist. Wenn du eben im Himmel bist, dann ist eben ein Sprung nach unten doch ein bisschen heftiger. Dementsprechend sehen wir eben jetzt diese panischen Reaktionen, sehen wir panische Forderungen. Fed, du musst uns retten, du musst die Zinsen senken. Mach doch bitte, dabei sind die Märkte, wie ich gestern schon gezeigt habe, ja vervielfacht seit dem Jahr 2013 etwa. Dabei sind wir jetzt noch nicht mal übergeordnet überverkauft, wenn man sich mal den Breadth, also die Marktbreite anschaut, dann sehen wir, die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt sind, sind weit, weit entfernt von einem überverkauften Zustand. Das ist vielleicht noch ein großes Problem für die Bullen, aber man ruft natürlich nach der helfenden Hand der Notenbanken.
Und hier nochmal diese Beschreibung des Carry Trades, Handelsstrategie, bei der zu niedrigen Zinsen aufgenommenes Kapital nach Umtausch in eine andere Währung in höher verzinsliche Anlagen auf einem anderen Markt investiert wird. Der Trader zielt auf die entsprechenden Arbitragegewinne, wofür er sich entsprechenden Risiken, Zinsänderungsrisiko und Wechselkursrisiko aussetzt. Und bums, das Wechselrisiko und das Zinsrisiko hat den zugeschlagen. The Bank of Japan hat die Zinsen angehoben und Dollar-Yen ist nach unten gecrashed, respektive der Yen nach oben gecrashed, könnte man sagen. Und siehe da, die Rufe werden erhört. Die schlechteste Notenbank der Welt, die Bank of Japan, hat beschlossen, oh, wir treffen uns mal mit dem Finanzministerium und anderen Institutionen heute und werden besprechen, wie es so mit den internationalen Märkten aussieht. Die Investmentbank TS Lombard sagt, naja, wäre gut, wenn die so etwas machen. Nicht die Zinsen wieder senken, das hätte einen doch eher unschönen Beigeschmack, sondern die sollten, wie die Bank of England damals, als die Pensionsfonds in der UK in die Luft zu fliegen drohten, Liquidity providen für Banken vor allem und so weiter, also praktisch Liquidität ins System einführen, um die ganze Situation zu beruhigen. Das liebt man natürlich, Liquiditate, Liquiditate. Der Nikkei, wie gesagt, 10% im Plus, größter Gewinn seit Oktober 2008, wie Michael Guyatt hier richtig sagt, der ganze Nikkei ist traded wie ein Shitcoin, also wie ein wertloses Krypto-Asset, das irgendwie überhaupt keinen Zweck hat. Ja, so hat man den Eindruck, das geht durchaus zur Sache. Und schauen wir uns nochmal das Volumen an, pardon, beziehungsweise die Dimension, um die es hier geht, alleine im März, hier die letzten Daten, wurden von japanischen Banken, haben Ausländer von japanischen Banken 1 Billion Dollar in Yen geliehen. Das ist ein deutlicher Anstieg und das Problem ist, dass jetzt eben aufgrund dessen, was gestern passiert ist mit dem Carry Trade, jetzt muss man sich hedgen. Hedgen ist aber sehr teuer in diesem Bereich oder müssen Finanzplayer sich hedgen und das könnte dazu führen, dass eben diese Hedgings nichts anderes bedeuten als zusätzliche Nachfrage nach dem Yen, was das Problem dann wieder vergrößern würde. Hier sehen wir nochmal den Yen Carry Trade, Interbank Loans und Loans to Non-Bank Financial Institutions, also das, was sich Banken gegenseitig leihen. Dunkelblau, hellblau ist das, was sozusagen Banken an Nichtbanken wie Hedge Funds, wie irgendwelche Player am Markt hier leihen. Und wir sehen, das ist immer größer geworden. Und da geht es hier um die schlanke Summe von, was haben wir da? Weit über 200 Billionen. Das alles ist nicht, oder ist nicht alles im Carry Trade, aber man weiß nicht genau, wie viel in diesen Carry Trades ist und wie viel der NT-Bildung bereits passiert ist. War es das oder war es das nicht? Eher war es das nicht, sagen manche, auch wenn jetzt zum Beispiel die Positionierung laut Goldman Sachs inzwischen Long Yen ist, also nicht mehr praktisch alles gegen den Yen gewettet hat, wie wir das noch vor kurzem gesehen haben, hier rot unterlegt. Aber schauen wir uns die Charts mal an. Trotz des Anstieges beim Nikkei und eben auch bei Dollar-Yen heute sehen diese Charts nach wie vor jetzt nicht so richtig bullisch aus, wenn ich ehrlich bin. Und hier sehen wir mal Yen-Dollar rot und den Nasdaq blau. Und wir sehen, das ist jetzt negativ korreliert. Also steigt Dollar-Yen, ist der Dude für den Nasdaq. Fällt der Dollar-Yen, wertet also der Yen auf, ist das schlecht für den Nasdaq. Insgesamt sagte Bill Gross, der Anleiheguru, es ist too much leverage im Financial System. Er hält sich da raus, weil er sagte, das ist mir alles zu krass, Bid-Ask-Spreads seien zu groß, aber schauen wir mal, Tech Long hier in Megacap, am Anschlag, am Future-Markt, am Anschlag gewesen, dass es dann ein bisschen krachen kann, ist schon klar und möglicherweise sind wir jetzt in der B, nachdem wir jetzt diese A hinter uns gebracht haben, also jetzt die Erholungsbewegung, um dann nochmal ein tieferes Tief zu machen. Das wäre durchaus ein normales Muster. Nicht die Fed ist hinter der Kurve, sagt hier ein Twitter-Account, sondern der Markt. Und das ist die eigentliche Geschichte. Interessanter Punkt jedenfalls.
sehen wir ja hier, wie gestern Jeremy Siegel, der sagt, ja, jetzt Zinsen senken 0,5 bei jeder Sitzung und so weiter und so fort. Und Sven Hendrik sagt hier richtig, ja, also hier sehen wir die Permabullen, die permanent die Kursziele für irgendwelche Schrottassets oder auch Nicht-Schrottassets erhöht haben, die jetzt, nachdem das Ganze so ein bisschen, nachdem ein bisschen Luft aus der Blase entweicht, fordern, dass sie unbedingt jetzt die Notenbanken eingreifen müssen. Das ist schon ein ziemlich perverses System, aber werden die Notenbanken eingreifen? Probably not, denn wir sehen ja jetzt einen Verlust um und bei 8-9% haben wir jetzt gesehen. Schauen wir uns mal die anderen Events an. Und bei 9% hat die Fed nie interveniert. Da musste schon was kommen, so in Sachen 20-30%. Dann wurde interveniert. Denn dann war eine Rezession wahrscheinlich. Also 20% müssten es wohl sein, damit die Fed dann wirklich eben das liefert, was man eine Notfallsitzung nennt, um dann die Zinsen außerplanmäßig zu senken, so wie das in Corona passiert ist. Aber hier schauen wir uns mal die neuesten Aussagen von der genialen Daly an, der San Francisco Fed-Chefin, die gesagt hat, not seeing, not hearing of widespread permanent layoffs. Also sie sieht keine großen Entlassungen, dazu gleich mehr. Also man sieht keine Stack, man sieht keine Inflation und man sieht auch keine permanent layoffs. Dabei zeigen alle Dinge vom Arbeitsmarkt jetzt eine deutliche Abwärtsbewegung, aber okay, die Fed sieht das nicht, respektive Frau Daly sieht das nicht, die ja sehr woke ist, und möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen je woker du bist, desto inkompetenter bist du, und da muss man mal drüber nachdenken, aber ich glaube, dieser Zusammenhang lässt sich irgendwie ziehen. Und jetzt eben die Frage, wir haben ja gestern sehr ordentliche Zahlen gesehen, ISM Service Index. Nach der Panik wegen ISM Gewerbe und den US-Arbeitsmarktdaten hat das ein bisschen beruhigt, vor allem die Preise bei 57,0. Aber was die Leute unterschätzen und mein Kollege Wolfgang Müller hier nochmal thematisiert hat, diese Prices Paid Komponente im Service-Sektor, die können sich die Amerikaner nur leisten, auch wenn die Aktienmärkte weit oben sind, denn 60% der Amerikaner sind in den Aktienmärkten investiert. Das wird oft unterschätzt, vor allem über diese 401k Sparpläne, also praktisch ein Rentensparplan, der mit Aktien funktioniert. Das ist ganz anders als in Deutschland. Dementsprechend sind Einbrüche an den Aktienmärkten sofort im Konsum der Amerikaner, in der Nachfrage der Amerikaner spürbar. Wir haben ja dieses Buy Now, Pay Later. Die Kreditkarten sind schon am Anschlag. Also brauchen die Amerikaner die Aktienmärkte, um weiter zu konsumieren. Dementsprechend haben wir gestern auch Panik gesehen, der VIX mit diesem massiven Anstieg aufgrund der Rezessionssorgen. Immerhin jetzt die allermeisten Unternehmen wieder in der Lage, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen. Das könnte ein bisschen stützen. Achten Sie vor allem auf die Junk Bonds, HY hier, der US Credit Spread. Der ist angestiegen, hält sich aber noch auf relativ niedrigem Niveau. Achten Sie auf die Junk Bonds. Das ist die Achillesferse der Märkte. Wenn hier Panik entsteht, dann müssen Sie, dann sollten Sie auch panisch werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann können Sie noch ruhig bleiben. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Eine wichtige Erkenntnis ist auch das, was an den Optionsmärkten passiert. Wir sehen bisher Put-Eindeckungen, nachdem plötzlich alle natürlich eine Absicherung wollten, Puts wollten. Jetzt sehen wir, dass diese eingedeckt wurden. Wir sehen, dass Zero-DTE-Calls gekauft wurden, wie die genialische Spot-Gamma-Seite hier zeigt, aber eben keine länger laufenden Call-Optionen bisher in nennenswerten Umfang passiert sind. Das sei noch ein bisschen instabil, und instabiler wird auch das KI-Narrativ, wow, die Welt wird sich von heute auf morgen total ändern. Wir sind der KI, jetzt verlassen drei wichtige Manager OpenAI und sagen tschüss. Jetzt hat Nvidia ja gesagt, es wird sich weiter unser neuer Chip verschieben. Die Frage ist, naja, warum verschiebt sich der? Ist es vielleicht sogar auch ein Nachfrageproblem, weil die Unternehmen genervt sind von dem Monopol von Nvidia, von den Preisen von Nvidia, die deswegen von Nvidia aufgerufen werden können? Und weil die Firmen eben drittens bemerken, ey, wir verdienen mit KI nicht wirklich Geld. Zumindest lange nicht das, was wir da rein investiert haben. Und so hat jetzt der Tech-Giant Dell mal eben angekündigt, 12.500 Leute zu entlassen. Schauen wir nochmal auf die Charts. Und hier sehen wir, ja, da ist eine wichtige Aufwärtstrendlinie gebrochen, trotz der Erholung. Ja, diese Erholung kann durchaus weitergehen. Aber wir haben doch wichtige Trendlines gebrochen. Und die logische Unterstützung wäre so um und bei 8.
17.000 Punkten beim Nasdaq 100. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Globale Aktienmärkte, der Bounceback nach dem gestrigen Absturz. Was ist davon zu halten? Gerne weiterempfehlen über Social Media und die Aktienmärkte. Da sind die Bären jetzt dabei zu warnen vor den Risiken. Haben Sie recht oder nicht? Zweite Empfehlung, ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus, ciao.